Bist du nicht irgendwann mal müde? Bist du nicht mal müde? Ha, willst du mich aufziehen? Das ist Kurak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. kann ich mir wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Aha. Nette Tauben. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Ja. Das sind schöne Tiere, nicht wahr? Ja, wunderschön. Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Yay. Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupp, sind sie in die falsche Richtung geflogen. Doof. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Yay. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Dann gehe ich mal wieder, oder? Hab ich noch was zu sagen? Wissen wir jetzt noch mal wieder. Was ich gehe dann mal. Okay. Du solltest eigentlich ohnehin. Sehe ich genau. So, wir geben ihm mal das Narkotikum. Friss. Dann kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Verflucht. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Natürlich. Mit den Tauben kann ich auch nicht anfangen. Die sitzen einfach nur. Leertaste, Tür, Schrank. Vielleicht muss ich ja irgendwas da rein tun. Ein Handschweißgerät zum Beispiel muss. Ich glaube nicht, dass die Tauben damit dazu klopfen. Dann brauchen die eine Wünschelrute. Ich glaube nicht, dass zu. So klopfen wir die gucken. Dann Narkotikum. Die Wünschelrute offenbar. Ja, ja. Nimm das Narkotikum und steck's da rein. Ich glaube nicht, dass zu. Dann. Du den Espresso da rein. Ich glaube nicht, dass zu. Verflucht! Was dann? Das verärgert sicher nicht. Mit einer Warnnummer können sie auch nicht wirklich was. Dann Luftballons. Ich glaube nicht, dass zu. Na gut, was nun? Wo ist denn überhaupt dieser Tresorraum? Scheint ja da oben zu sein, was? Wie kommen wir denn überhaupt hoch? Also irgendwas müssen wir jetzt mit den Dingern machen, oder? Oh, ich habe keine Ahnung. Die sind ja alle voll auf Espresso. Und ich kann nichts eigentlich machen. Warte mal, das eine war ja Dings da, ne? Wir gehen jetzt mal in das Zimmer vom Bürgermeister. Bürgermeister! Ne? Und Totti, du auch, ne? Du hast ja auch so einen Funk-Dingsbums. Das heißt, wir reden jetzt mal mit dir, wenn wir schon mal draußen Hallo, sind. Hallo, Lotti! Hallo! Du schon wieder? Ja! Also, ich gehe wieder. Lass dich nicht aufhalten. Okay, doch nicht. Der hat doch kein Dingsbums, mit dem ich hier was anfangen könnte. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Büro des Bürgermeisters. Und... Wo ist denn dieser Knopf da? Gegensprecher, nee. Das ist die Klingel. Das ist der Fernschreiber, da. Diese Technik ist voll für die Katz. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westrock an. Yay. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Eine Katze geil. Auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Nee, das hat schon Sinn. Ja, also damit kann ich jetzt auch nicht viel anfangen, was? Das kann ich nicht mehr entgegensprechen. Das ist ja der einzige Fernschreiber, ne? Nächster, bitte. Nächster, bitte. Nächster, bitte. Nächster, bitte. Ja. Da ist auch nichts Besonderes. Okay. Da war ja der Schnaps drin, ne? Beziehungsweise hier ist der Schnaps drin gewesen. Hä, ja, muss ich den Fernschreiber machen können. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile. Woo. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem... Mist. What else? Ja, keine Ahnung. Okay. Dann zurück ins Rathaus. Was zum Henker müssen wir jetzt hier tun? Wir müssen irgendwie, irgendwo, irgendwann irgendwas aktivieren. Wie immer. Aber wie? Kein Plan. Ich geh jetzt mal zu Toni. Vielleicht hat die ja noch was für uns. Hallo Toni! Verdammt. Okay. Ich muss weg. Das sage ich. Aber du? Glaub zu. Okay, wir müssen auch irgendwie an die Coupons ran, ne? Oh, keine Ahnung wie. Achso, der Doktor hat ja noch so einen Sternschreiber-Dingsbums. Also einmal Lotti, der Typ im Rathaus und der Typ hier.
Die drei haben so einen Dingsbums da. Hoffentlich. Na, geh rein. Fernschreiber. Gizmo. Hallo, Dr. Gizmo. Ja, was gibt es? Ich muss einen Notfall melden. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe ein Zwicken im Rücken. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Mist. Doch kein Notfall. Doch kein Notfall. Ich komme wieder. Ich kann es. Vielleicht müssen wir doch den Tauben irgendwas geben, aber ich weiß ja nicht was. Ja. Aber was soll ich denn geben, verdammt? Hallo Lotti. Poststelle. Ich meine, Katzen kann ich auch nicht anfangen. Bestimmt wieder ein Rätsel mit Katze und Taube. Aber was? Da ist das Funkgerät. Da müssen wir irgendwie rein. Das heißt, wir müssen auch irgendwie mit dem Postboten was machen. Ich will das nicht verstanden. Wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin der wohl. Ja. Den Dietrich. Ich will das nicht verstanden. Ja, da. Dann der Nespresso. Ich will das nicht anwenden. Verflucht! Ich will nichts verschicken. Ich will ihm irgendwas. Ja, das Handschweißgerüst und Speisen zusammen. Ich will das nicht anwenden. Ja. Okay, was dann? Nochmal zum euch posten. Ist auch nix. Hier, Dartpfeil. Ich glaube nicht, dass die Tauben zurück. Dann den Zahnbohrer. Ich glaube nicht, dass die Tauben da anfangen können. So bekloppt wie die gucken. Was noch? Was haben wir noch? Wir haben doch alles reingeschmissen. Den Dietrich natürlich, den Dietrich rein. Ich glaube nicht, dass die Tauben damit was anfangen. Hätte mich auch stark gewundert. So bekloppt wie die gucken. Hier. Willst du ein Espresso? Damit kennt sich der Kerl. Das einzige. Der Punkt ist, was, er ist kein Universalgelehrter wie ich. So, die Rohre wahrscheinlich hier. Das ist die Wünscheroute. Damit kennt sich das Einzige, was er kann, ist diese. Ja, ja. Und die, diese. Der Punkt ist. Mit den Rohren kann ich aber auch nicht anfangen. Wir müssen den hier irgendwie runterbringen. Hey, hallo. Ja? Was gibt's? Ja, ich bin wieder da. Hast du nochmal mit den Tauben? Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ist das nicht faszinierend? Ja, das ist nicht faszinierend. Wirst du nicht mal. Achso, das hat man schon, ne? Kann ich jetzt funken? Hä? Ich check's nicht. Bist du nochmal. Ich muss nochmal das ablaufen. Ja. Nicht von diesem Apparat aus. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein! Wieso nicht? Brauche ich für meine Arbeit. Mir doch wurscht. Ich brauche ihn auch für meine Arbeit. Verdammt! Ich mach das. Ja. Sehe ich genau. Toll. Also irgendwas müssen wir den hier reinstecken, damit das Magnetfeld gestört wird. Was zum Henker? Wo soll ich denn so ein Ding nehmen? Wo soll ich denn wissen, was das Erdmagnetfeld zerstört? Kratzen tut's nicht. Hebel. Keine Ahnung. Ich will nicht noch so ein Ding. Ich habe lange genug gewartet. Wollte gerade sagen. Aber was können wir denn jetzt? Wofür ich Klappe. Hä? Irgendwas, was das Magnetfeld stört. Mats Wenzel, vielleicht hat der irgendwas. Ich vermute es einfach mal nicht, aber man kann ja nie wissen, was. Ja. Ja, aber nur das Wasser. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Ach so. Ja, das war noch vom letzten Mal. Also hier mal tatsächlich nichts mehr. Beim Stadttor ist auch nichts weiter, ne? Jetzt nicht da runter. Ach, Nürnburg. Ach, toll. Es geht Nürnburg. Hier gibt Säure. Welchen Scheibe hebe ich hier? Zitoni, die hat aber auch nichts mehr zum Stören gehabt, oder? Hier ist ja auch nichts weiter. Nee.
hier noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ich vermute mal nein, nein. Was nun? Verflucht. Hab ich irgendwas vergessen? Ich hab das Gefühl, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Irgendwas ultra Wichtiges. Zack. Warte, ich muss mal ganz kurz kratzen. So. Tja. Was hab ich, was stört? Den Roboter kann ich eh nicht mitnehmen. Hier ist noch die Todis Laden, da will ich jetzt sicher nicht rein. Okay. Mit Lotti kann ich auch nicht mehr labern. Hä? Der pennt. Mikrofon. Oha. Gut zu wissen, dass hier ein Mikrofon ist. Aha. Jetzt haben wir ein Mikrofon. Zack, gehen wir mal hier hin und schließen das Mikrofon einfach mal hier am Fernschreiber an, oder? Wäre doch mal was. Da fehlt ein Adapter. Verflucht! Klinke, großer Blödsinn. Keine Klinke? Wo soll ich jetzt eine Klinke hernehmen? Da fehlt ein klein, großer Blödsinn. Da fehlt klein, großer Blödsinn. Muss ich denn schnell. Weißt du, freut man sich mal voranzukommen, da brauche ich eine Klinke oder was? Wo soll ich die Klinke nehmen? Verflucht! Kannst du vielleicht. Ja, du brauchst kein Mikro. Geh nochmal zu ihm hoch. Dahin. Und. Hier, ich habe ein Mikrofon. Da stecken wir mal zu den Tauben. Ich glaube nicht, dass. Hätte mir auch sehr gewundert, wenn das klappen würde. Hier, ein Mikrofon. Das habe ich seinem Chef geklaut. Besser, er sieht es nicht. Besser wär's. Klinke. Verflucht, wo soll ich denn diese Klinke hernehmen? Bestimmt daraus. So eine Klinke? Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ja, nee. Hier ist nichts. Mikrofon. Und eine Klinke. Wo kriege ich eine Klinke her? Muss ich mir die selber bauen? Vielleicht aus dem Laden? Toni! Ich brauche eine Klinke! Gib mir eine Klinke! Ah! Lass mich laufen! Psst, Maus! Gib mir eine Maus! Danke! So, hallo? Hast du eine Klinke? Toll! Ich muss weg, aber du... Kram. Kurbel, Kram. Mal gucken. Und eine Schlange, Coupons, Toni, Haken, Kram. Hol es mal mit dem Haken. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Was war mit der Stange hier? Hier hing mal der Käfig von so. Aber auch er ist doch egal. Also müssen wir vielleicht noch irgendwie den Coupon klauen? Also hier kriege ich mir auch keins raus. Verdammt! Wo kriege ich mir so eine verschissene Klinke her? Muss ich mich doch irgendwie... Ich check's nicht. Da fehlt ein klein, ja, großer... Da fehlt ein klein... Da fehlt ein Adapter. Hallo. Was ist da? Da fehlt ein klein... Ja, verdammt, wo soll ich denn verschissene... vielleicht doch im Rathaus. Vielleicht steckt der noch irgendwie in dem Ding drin, da. Sitzungssaal. Trichter. Den Trichter nur nochmal mit. Welches ist das hier? Das kann natürlich das Ding sein, ne? So. Oh, wenn das jetzt der Adapter sein soll, ne? Ist ja improvisiert, sag ich mal. Das muss nicht umgefüllt werden. Hätte mich noch stark gewundert. Warum funktioniert das nicht? Hier brauchst du vielleicht ein Mikrofon. Ich habe keinen Adapter, verflucht. Auf großer Blödsinn. Wo soll ich denn jetzt was... Wo soll ich denn... Hä? Ich hab keine Klinke.